einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zum dritten Teil von 5 Tage, 5 Videos. Wir stehen hier, oder ich stehe hier in Stuttgart, also am Flughafen, hier im Wohngebiet, wo ich gestern Abend auch stehen geblieben bin. Es hat die ganze Nacht über geschifft und geregnet und gepisst. Dafür ist es jetzt außen relativ angenehm, hat immer noch 18 Grad, aber ist wenigstens ein bisschen kühler geworden. Ich fahre jetzt mal los zum Abladen, da bin ich um 7:45, so wie es aussieht. Dann hoffe ich, dass das da zacki zacki geht, weil ich muss danach direkt den Auflieger wieder vorladen und dann noch umsatteln und dann geht es ja noch ab nach Mailand. Das heißt, es sollte heute schon gut laufen, dass ich noch gut Strecke machen kann. Ich habe jetzt ja schon zweimal 15er Schicht verballert, eine 10er Lenkzeit weg. Das alles schon am Mittwoch, also das ist ja am Montag und Dienstag. Muss ich halt gucken, dass es irgendwie diese Woche noch reicht. Eine 15er habe ich ja noch, 15er Schicht und ja, sollte also eigentlich schon noch reichen. Wenn ich jetzt losfahre, kommt erstmal so eine richtige Wasserfontäne da vom Dach runter. Weil das ganze Wasser natürlich da oben drauf geregnet hat. Also ich bremse jetzt mal kurz. Ja, da war's. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Aber das bleibt immer, das Dach ist ja oben nur eine Plane. Und zwischen der Plane sind so einzelne Metallstreben, die das praktisch nach links und rechts stabilisieren, das Ganze. Weil eigentlich ist so ein Auflieger, das sieht zwar immer relativ stabil aus, so ein Planauflieger. Ist es aber nur, ja, eigentlich nur Stahl und Blech und eine Plane. Also da ist nicht viel dran. Und es ist auch nicht, also es ist schon stabil, aber es ist nicht so stabil, wie man vielleicht denkt, dass es ist. Hier steht auch ein sehr schöner Scania. Auf jeden Fall, was ich jetzt sagen wollte, die Plane ist natürlich zwischen den Metallstreben, die von links nach rechts gehen, die sind natürlich Kuhlen. Und da sammelt sich halt das Wasser drin, wenn es eine Weile drauf regnet. Und vor allem im Winter ist es dann gefährlich, wenn es drauf schneit aufs Dach und dann schmilzt der Schnee auf dem Dach oben, wenn zum Beispiel die Sonne drauf scheint oder sowas, und dann bilden sich eben in diesen Kuhlen diese Eisplatten und genau das ist halt auch das Problem, das es eben gibt mit den Eisplatten, dass sie dann vom Auflieger runterwehen und halt in die Autoscheibe rein oder was weiß ich wo rein, auf jeden Fall irgendwo rein, wo es keine tollen Ergebnisse hat, wenn es ganz blöd läuft. Und es gibt für die Auflieger auch in der Mitte so eine, das ist wie so eine Wurst, ja, kann ich nicht mehr sagen. So eine Wurst in der Mitte und die kann man aufpusten abends und dann ist praktisch das Dach so schräg, ja, wie so ein Dreieck. Und dann läuft halt das Wasser an der Seite runter. Dann können sich diese Platten nämlich nicht bilden. Weil im Sommer hat man jetzt natürlich nicht das Problem, aber im Winter ist es schon relativ gefährlich und gerade wenn man jetzt halt hier steht, wie soll ich denn die Platten wegmachen? Also ich meine, ich kann zwar aufs Dach klettern, aber das ist halt auch sau gefährlich. Also das ist schon so eine relativ rutschige Angelegenheit ohne Schnee und Eis. Wenn es dann auch noch jetzt schneit, dann ist es halt alles ja, suboptimal, könnte man sagen. Naja, das war ein kleiner Exkurs zur Plane und zur Plane und Wasser auf dem Dach und Eisplatten und so weiter. Jetzt muss ich erstmal hier zum Abladen kommen. Das hier ist so ein richtiger Scheißtunnel, der ist nämlich richtig eng. Und da gibt es manchmal so Oberschlaue, die brettern hier durch mit dem LKW und dann fährt man sich halt fast den Spiegel ab. Da sind vorne sogar extra Warnschilder, dass es hier eng ist. Und wenn ich einen LKW sehe, dann bleibe ich immer da vorne schon stehen, da, weil da ist die Spur ein bisschen breiter, also hier jetzt, und lass den durch, weil sonst ist es für beide ein bisschen scheiße. Die Blitzer hier, die blitzen auch LKWs, also wenn man da mit 90 durchfährt, dann wird man manchmal geblitzt. Mich hat hier nämlich mal ein Italiener überholt, weil ich da nur 80 durchgefahren bin. Und dann wurde er direkt vor mir geblitzt, das war schon witzig. Das ist aber manchmal, sind die auch aus, ich weiß es nicht. Also es sind auch schon viele da mit 90 durchgefahren, was ich gesehen habe. Es hat nicht geblitzt. In die andere Richtung ist auch einer.
direkt nach dem Berg sozusagen. Da bin ich mal reingefahren nachts, weil ich gedrillt habe und ich bin halt da einfach gefahren und halt 90 gefahren und habe mir nichts gedacht und auf einmal zupp, hat's Blitz gemacht. Und ich weiß eigentlich auch, dass die LKWs blitzen, die Blitzer da hinten, aber ich war irgendwie so in Gedanken versunken, dass ich einfach vergessen habe. Ich war am falschen Tor vorne, jetzt muss ich hier irgendwie nach hinten fahren, hat er gesagt. Jetzt muss ich halt mal gucken, weil man sieht ja, es ist ziemlich eng hier, ob ich hier überhaupt richtig bin. Boah, ist das ein Scheiß hier, ich muss da vorne rein, da hinter dem weißen LKW rechts rein, aber ich frage mich, wie das funktionieren soll. Ich glaube, ich muss erst draußen drehen und dann von der anderen Seite reinfahren, weil hier ist halt echt gar kein Platz, Katastrophe. Jetzt geht es weiter um 9:45, also anderthalb Stunden habe ich jetzt hier auch wieder gebraucht. Mit aller Gurte aufräumen, Plane zu machen und alle möglichen. Das zieht sich dann halt doch immer und dann war das ja auch noch so ein bisschen ungeschickt da mit dem Rausfahren und so. Also ja, aber ist nichts kaputt gegangen. Ich habe meine Papiere bekommen. In dem Sinne war doch alles gut. Ich fahre nach Obrig heim. Da lade ich und also nur den Auflieger. Der hat sich auch ein bisschen ungeschickt eingestellt, aber reicht. Da lade ich den Auflieger vor und den stelle ich dann wieder ab. Und nehme dann den, den ich am Montag, glaube ich, abgesattelt habe in Rottenburg. Den nehme ich wieder mit. Und fahre dann ab, also vermute ich zumindest mal, so war der Plan vorhin, und fahre dann nach Mailand. Das da ist scheint auch eine ziemlich gute Abladestelle mit keinem Platz, LKW-Parkplatz, keine LKW-Parkmöglichkeiten. Super. Boah, wie viele LKW stehen da? Eins. Da standen glaube ich 4 LKW schon in der Firma drin. Hier mal nachts runterbrettert und sich checkt, dann fährt man direkt im Neckar geradeaus. Geil. Hier in Obrigheim gibt es wohl ein Atomkraftwerk. Da steht jetzt vorne auch hier Kernkraftwerk rechts. Sieht man das denn von hier? Ah ja, da hinten wird es sein. Da hinten rechts. Ich bin nämlich gerade falsch gefahren. Das erste Mal seit langem wieder. Weil die Adresse, die ich habe, das ist nicht ganz genau die Adresse, sondern das ist die falsche, richtige Adresse sozusagen. Da muss man jetzt nachher selber ein bisschen suchen. Mein Disponent hat es mir geschickt, wo ich hin muss. Auf Google Maps. Aber ich habe hier nicht aufs Navi gehört, beziehungsweise es sah anders aus, wie ich fahren musste. Und ja, jetzt bin ich halt falsch gefahren. Jetzt weiß ich aber, dass es in Obrigheim AKW gibt. Auch ganz interessant. Und wieder was gelernt heute. Vielleicht bin ich ja auch aufgrund der Strahlung falsch gefahren. Ich muss irgendwie bei so einer Bowlingbahn links abbiegen, so wie es auf der Karte aussah. Ich sehe das Problem ist aber, ich sehe die Straße nicht. Auf dem Navi, den ich auf Google Maps sehe, das ist ein bisschen blöd. Aber jetzt fahre ich mal hier raus und dann gucken wir mal, ob ich es nicht doch finde. Okay. Malaka, jetzt bist du im Video. Ja, klingt gut. Aber ich muss jetzt gerade, das ist irgendwie so, das ist ein bisschen kacke gemacht. Ah ja, war auch. Oh, scheiße.
Ja, warte, ich leg auf, okay? Wir können nachher eine Stunde oder so telefonieren, wenn ich geladen habe. Ja? Ja. Ciao. Alles klar. Ja. Ciao. So, ich glaube, ich bin jetzt schon hier richtig. Nur muss ich praktisch drehen und hier. Nee, ich muss jetzt links. Hä? Ich muss doch da in den Wald hoch, oder? Okay, jetzt probieren wir es mal so. Ich verstehe das gerade nicht so ganz. Bei der Bowlingbahn links, okay, machen wir das doch mal. Also. So, dieses Arco habe ich gesehen auf Google Maps. Jetzt muss ich noch ein Stückchen weiter vor und dann müsste es links gehen, unter der Straße wieder durch und dann auf der anderen Seite hoch. Habe ich da nicht ausgeschildert gesehen. So kann ich da rückwärts rein, oder? Ja, das mache ich. Da rückwärts hoch. Aber bevor ich dieses kleine Sträßchen hochfahre, laufe ich erstmal hoch und gucke mir das an, ob das stimmt. Also jetzt so, wenn ich es auf der Karte angucke, ist es schon die Straße da, wo ich jetzt rum bin. Aber es sieht halt irgendwie aus, als ob es erst hinter dem Arco ist, aber vielleicht habe ich auch jetzt falsch rum geguckt. Keine Ahnung, jetzt probieren wir es halt mal so, aber auf jeden Fall laufe ich da erstmal rein, bevor ich da reinfahre. Nicht, dass ich nachher da stehe und das Ende Gelände, weil es gibt keine andere Möglichkeit unter der Straße durchzukommen, außer hier. Und ich vermute mal, dass das hier ist, aber da steht schon zu vermieten, Hallenfläche. Jetzt gucken wir uns das aber erstmal an. Ja, doch, das ist hier. Hundertprozentig. Ja, da oben ist die Halle. Ich habe schon gesehen. Passt jetzt auch mit meinem Google Maps Bild überein. Aber ist natürlich, ja, wenn man das erste Mal hierher fährt und denkt man ja nicht, dass es in Richtung Goldfischlehrpfad eine große 2200 Quadratmeter Halle gibt. So. Also. Probieren wir nochmal unser Glück hier. Müsste man jetzt auf jeden Fall vorne hochlassen. Mit den normalen Zugmaschinen geht's. Megaliner sind ja niedriger. So, keiner da, oder? Alter, was ist das denn hier, bitteschön? Wie geil ist das denn? Also diese Woche habe ich echt geile Lade- und Abladestellen. Ab 10.30 Uhr sollte eigentlich jemand da sein, aber scheint mir irgendwie nicht der Fall zu sein hier. Habe ich das mit dem Goldfisch verstanden? Das war gar nicht
es geht gar nicht um Goldfische im Sinne von Goldfischen, sondern das, die haben hier wohl damals in Hitler-Deutschland diese Stollen ausgebaut und haben da die ganze, was steht da? Daimler-Benz Hightech-Flugzeugmotorenfabrik und Rüstungsfabriken in diese Stollen verlegen wollen. 10.000 Menschen aus etwa 20 europäischen Ländern arbeiten, KZ-Häftlinge, Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, SS-Sträflinge. Brutal. Bestimmt kann man da in diese Stollen auch noch rein. Und bestimmt machen das auch jede Menge Leute. Weil der Zaun hier ist schon offen. Also könnte ich jetzt theoretisch hier eine kleine Lost Places Folge drehen. Und da sind auch relativ frische Fußspuren. Aber wir sind ja hier nicht bei Lost Places, sondern beim LKW-Fahren. Ich habe mit meinem Kollegen, einem Kumpel von mir, schon in Tübingen, den alten Tübinger Zoo besucht. Das war so mitten im Wald. Mitten im Wald, und wir haben so gedacht, boah, Tübinger Zoo, da ist bestimmt noch jede Menge da. Das Einzige, was da noch da war, war so ein Gerippe von ein paar Steinen. Ein Steinmauer, also das alte Gehege sozusagen. Eins war noch da, alles andere hat sich die Natur schon zurückgeholt oder wurde schon abgebaut oder was weiß ich was. Ja, und das hier, das Gebäude, wo ich jetzt wahrscheinlich nachher lade, ist der alte Bahnhof. Das sieht nämlich auch ein bisschen aus wie so ein Bahnhof. Krass, echt. Aber ich sag ja, hier beim Fahren, da erlebt man was. Mega. Und da hinten sind die alten Baracken wahrscheinlich. Das, was da so eingewachsen ist, wo die Rollläden zu sind, weil da steht hier nämlich auch irgendwo was von so Baracken. Oder auf der Planübersicht da hinten ist es. Ich dachte jetzt bei Goldfischlehrpfad, da wären so Goldfische, warum auch immer. So Goldfische in so Becken, und dann könnte man sich die verschiedenen Arten angucken oder was weiß ich. Tja, jetzt muss nur mal hier noch der Typ kommen, der mich lädt. Und dann ist alles gut. Aber meine Dispo hat gesagt, ich soll, wenn in einer Viertelstunde noch niemand da ist, nochmal mich melden. Und bis jetzt ist ja noch niemand aufgetaucht. Ich frühstücke jetzt erstmal was und hoffe halt, dass die dann jetzt nicht direkt kommen, wenn ich gerade mir ein Brot geschmiert habe. Aber jetzt riskiere ich jetzt einfach. Problem ist, ich bin jetzt ein bisschen im Stress, weil ich muss ja noch den anderen Auflieger holen in Rottenburg. Zum Glück kriege ich hier noch 5 Paletten. 50 Betten, 5 Paletten. 4 Paletten. Und jetzt muss ich aber noch gucken hier. Deswegen muss ich nochmal aufmachen. Weil das seht ihr gleich. Das ist nur auf Paletten draufgestellt. Ohne Folie, ohne alles. Wenn ich so fahre, das fliegt alles um, das kann ich vergessen. Deswegen muss ich das halt noch schön kurz gucken. Ja, da ist nämlich das. Die Geschichte. So. Fahren, so wie das da ist. Hier noch die Tür zu. So. Deswegen überall geschwind den Gurt drüber und fertig. So. Ja, danke. Ich habe hier irgendwie zu wenig Staukasten. Kann ich jetzt natürlich auch nicht Vollgas anziehen, Da sind Betten drin.
Ja, normalerweise nicht, aber ich muss halt vor 12 hier wieder weg sein. Sonst, normalerweise ist es immer entspannt bei mir, aber heute nicht. Also, dann vorne rum, gell? Ich kann ja. So, also Ware halbwegs gesichert. Ah ja, 12.03 Uhr. Perfekt. Oh. Muss ich nur nachher kurz meinem Chef hier Bescheid geben, wie es aussieht. Und dann deshalb. Und das Problem war gerade, ich habe die Tür noch nicht zugemacht und die stehen ja immer noch ein bisschen raus. Und da muss man dann halt gucken, dass man nicht an so einer Ecke vom Haus hängen bleibt oder so. Da zum Beispiel war jetzt das Problem. Deswegen sollte man die eigentlich immer direkt zumachen. Aber habe ich jetzt halt nicht gemacht. Mache ich nächstes Mal. So. Muss ich mich mal schön melden und sagen, wie es aussieht. Jetzt hier weg, hier war auch wieder so typisch, eine Stunde gewartet, halbe Stunde geladen, also nicht mal eine halbe Stunde, vielleicht 20 Minuten, so wie immer. Oh, jetzt klingt das Video, jetzt klingt das Telefon. Ruben, jetzt bist du das zweite Mal im Video. Willst du? Ja. Ah ja, natürlich. Sag mal, ich grüße mich. Ich grüße mich. Sag mal. Ich grüße mich. Okay, also. Alter, wenn die da oben runterrutschen, die fliegen doch da hinten auf die Straße, oder nicht? Oh, aber es hat ja gut geklappt hier. Die Standklimaanlage brummelt wieder. Ich habe meinen Auflieger dran, den neuen. Das ist auch fertig geladen und so weiter. T2 habe ich auch, also das Transitdokument, das ich brauche. Jetzt muss ich hier allerdings noch 15 Minuten stehen, weil ich eine neue Dreiviertelstunde Pause gemacht habe, weil ich habe nämlich 4 Stunden 25 Lenkzeit weg, glaube ich. Ja, 4 Stunden 23 Lenkzeit jetzt weg. Das heißt, ich kann jetzt noch mal genau 4,5 Stunden fahren. Und jetzt muss ich halt irgendwie gucken, dass ich noch ein bisschen Strecke mache. Ich muss in die Nähe von Turin, oberhalb von Turin, das sind ungefähr 600 Kilometer von hier. Und da sollte ich ja morgen schon bei Zeit sein, dass ich am Freitag auch wieder zu Hause bin. Ne? Ich rolle wieder mit anderem Auflieger dran. Ich habe jetzt alle, oh, guck mal hier, da ist einer vom Weber. Die kann ich ja gar nicht mehr leiden seit der Tankstellengeschichte letzte Woche. Ein Quatsch. Bla, wo war ich hier geladen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch eine halbe Stunde Pause gemacht, wie ich gesagt habe. Und jetzt habe ich wieder eine volle Lenkzeit. Braucht 3 Stunden 20 von hier. Ich fahre allerdings über Sigmaring, also oben über die Alp und nicht an den Bodensee und dann oberhalb vom Bodensee rum. Weil da auf der Strecke wohl ziemlich Stau ist. Laut Google Maps zumindest. Und mein Abi sagt mir jetzt hier, ich brauche über die Alp nur 8 Minuten länger. Ich glaube, das Navi hat den Stau am Bodensee da nicht einberechnet in seine Streckenberechnung. Ja, und das hat mich dann, deswegen fahre ich dann jetzt hier über die Alp. Ich bin jetzt schon in der Schweiz, habe gerade meine kleine kurze Abwicklung gemacht. Was hat der davor? Ja, auf jeden Fall ist jetzt wieder das Problem mit Parken. Ich fahre wieder über Bernardino. Mir reicht es aber wieder nicht bis hoch auf den Bernardino. Das ist halt das Problem. Und ja, jetzt stehe ich halt da und muss mir irgendeine Alternative überlegen. Ich meine, entweder ich fahre wieder auf Heideland, die ist aber eigentlich zu nah. Ich will jetzt halt eigentlich schon noch eine Stunde fahren. Oder anderthalb kann ich jetzt noch fahren und Heideland ist halt nur eine halbe Stunde und ich sollte halt schon noch ein bisschen die Lenkzeit ein bisschen ausnutzen.
Jetzt muss ich halt gucken, was ich mache. Ich stehe hier im Heidiland. Ich habe mich jetzt doch entschieden, stehen zu bleiben. Weil es hat irgendwie, also da, wenn ich jetzt noch weiterfahre, ich weiß da echt nicht. Es gibt zwar so eine Stelle, wo ich mir überlegt habe, ob ich dahin parken kann. Ich weiß aber nicht, ob ich es bis dahin schaffe mit meiner Lenkzeit jetzt. Und da habe ich gedacht, ich gehe jetzt auf Nummer sicher, bleib hier stehen, mache 11 Stunden Pause und fahre morgen dann um 5.52 Uhr weiter. Da ist es dann schon ein bisschen, ja, alles auf der sicheren Seite. Und ich habe halt auf jeden Fall noch für den Freitag, beziehungsweise Donnerstag oder Freitag, noch eine 15er Schicht übrig. Weil wenn ich jetzt, ich könnte auch um 5 Uhr morgen weiterfahren, aber dann ist halt die nächste 15er Schicht weg. Und ja, jetzt habe ich halt noch eine 15er und eine 10er Lenkzeit, also eine 15er Schicht und eine 10er Lenkzeit übrig. Und es kann natürlich schon sein, dass ich die am Donnerstag oder am Freitag brauchen werde. Und deswegen spare ich mir das schön auf. Dann kann ich jetzt endlich mal richtig duschen, denn ich bin, wie man sieht, ja hier auf der Heidiland-Raststätte. Das wird zwar wahrscheinlich relativ teuer, weil Schweiz, bin mal gespannt, wie viel es kostet. Wahrscheinlich 5 Franken oder so. Aber egal, Hauptsache geduscht. Das ist mir jetzt das Wichtigste, weil ich habe echt keinen Bock, jetzt nochmal Katzenwäsche zu machen. Und wer weiß, ob das morgen was wird. So sieht deine Dusche für 5 Euro aus. Ist doch okay, oder? Kann man nichts sagen. Hat zwar jetzt gerade auch einer geduscht drin, aber gut. Hier sind übrigens die Heidi-Teile da. Der Geuse Peter und so. So. Das ist nur mein LKW-Schlüssel wiederholen. Ich habe jetzt hier noch den Duschenschlüssel und dann geht's wieder zurück. Hier gibt es sogar echte Ziegen. Ja, hallo, grüezi. Ich bin's, der Geusepeter. Hier kann man auch für 5 Franklis das Heidespiel laufen lassen. Dort kommt sie da oben raus. Aber für das Geld dusche ich lieber. Die Dusche hat jetzt echt gut getan. Das ist schon was anderes, wie wenn man sich da nur neben dem LKW wäscht mit so Wasserflaschen. Auch wenn sie dem Geldbeutel nicht ganz so gut getan hat. Ja, ich mache jetzt hier Feierabend. Ich habe die Vorhänge schon zu. Ich esse jetzt noch ein bisschen was. Dann gehe ich ins Bett und morgen um 5.50 Uhr geht es weiter. Das seht ihr dann aber alles morgen um 12 Uhr in der nächsten Folge. Ihr wisst ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann ein Däumchen wäre ein Träumchen. Nein, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen, so. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, morgen zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.